Gut. Läuft. Gut. Servus, hallo. Servus, grüß Gott. Servus. Da wird zusammengefunden hier. Also, servus Leute, hallo, wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Februar. Im Februar, wir kommen im Februar. Und wir haben ein neues Bier für euch. Und zwar gemeinsam gebraut und ausgedacht. Hier Weißbier for Future 2. Weißbier for Future 2. Genau. Letztes Jahr haben wir Weißbier for Future 1 gehabt. Das war ein normaler Bock. Jetzt haben wir heuer den Doppelbock, weil wir eins draufsetzen wollten. Genau. Ein bisschen mehr Saphir. Ja. Und ein bisschen mehr Wumms. Wir sind bei 8% Alkohol. Ja. Also waren wir bei 18 Plato. Und setzen hier einfach mal richtig schön den Alkoholgehalt nach oben. Boah. Für den Johannes, also wer ihn noch nicht kennt, das ist hier Dr. Johannes Sauer in unserer Kommunikation nach außen und nach innen, ist er ein großer Bestandteil dieser Brauerei, auch auf Instagram und natürlich unterwegs als der Bierdoktor. Meine sehr große Ehre, dass du das sagst, weil es freut mich, weil alles, was ihr tut, Liebe. Genau, er ist tatsächlich Mediziner, aber auch Biersommelier, macht Tastings, Braukurse, hast du auch so ein bisschen dein Hobby, ist immer noch Hobby, nicht Beruf, aber halt so hast dich da schon sehr in diese Materie reingefuchst in den letzten Jahren. Nicht nur aus Konsumentenperspektive, sondern auch Fachwissen. Mhm. Und bist ja eigentlich auf uns zugekommen und hast gemeint, auch schon eben im Bezug letzten Jahres oder auch schon vorletztes Jahr, hey, ich würde gerne Bier brauen. Ja. Das hat ja eine Vorgeschichte, dieses Weißbier for Future. Zum einen ist es der zweite Teil, also gab es schon mal Nummer 1, hast du gerade gemeint. Ja. Aber ich glaube, davor hattest du auch schon mal Weizen auch gemacht oder ein anderes Bier, so ein auf Spendenbasis, glaube ich, auch irgendwo gebraut, oder? Auf nee, noch nicht. Ja, das war geplant. Das war dann geplant, aber wegen der Pandemie hat sich das da alles verschoben. Dann war alles dicht, dann war in der Klinik Land unter und dann hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ja. Und dann haben wir das Bier, was ich eigentlich in der Brauerei woanders brauen wollte, in der Oberpfalz, in meiner Heimat, haben wir dann hier gebraut. Ja, genau. Und genau, das ist halt ein Rezept, ein Weizenrezept zum Wohl. Wie neugierig bist du? Johannes hat es doch nicht probiert. Erste Mal. Ja. Aber es riecht extrem krass, wenn man aufmacht nach Banane und Gewürz. Also brutalst. Ne? Ja, also es ist. Also die Hefe ist brutal. Die farbtechnisch und schaumtechnisch. Farbtechnisch finde ich schön. Ne? Also es ist nicht so dunkel. Ja. Schaum ist stabil, ne? Wir haben extrem viel Hopfen drin, extrem viel Weizen. Ja. 50-50 ungefähr. Genau. Hauptsächlich Gerstenmalz helles und Weizenmalz helles. Mehr aber Weizenmalz als. Wir haben mehr Weizenmalz, mehr Weizenmalz, sonst ist kein Weizen mehr, glaube ich. Da kommt die Weizenpolizei. Schnitt. Mehr Weizenmalz, hauptsächlich helles Weizenmalz und helles Gerstenmalz. Genau. Aber ein bisschen Münchner Malz, glaube ich. Ein bisschen Münchner Malz haben wir drin und ein bisschen Kader. Genau. Im Vergleich zum Vorgänger ist ein bisschen runtergeschraubt. Die aber wollten trotzdem halt, man braucht auch, wie ich finde, bei einem Weizen-Doppelbock in dem Fall jetzt auch einen gewissen Malzkörper, um halt dann doch den Alkoholgehalt aufzufangen. Ja. Und natürlich auch den Hopfen. Kommen wir gleich nochmal zu, was wir da gemacht haben mit dem Saphir-Hopfen. Ne? Ja. Der braucht ja auch noch einfach so ein bisschen mehr Körper. Genau. Also jetzt riechen wir mal rein. Also brutal, ne? Dieses Gewürznecke, aromatisch und Banane, also beides kommt schön durch. Geschmeidig, also von der Bittere ist es perfekt. Dann hat man diese süße Hefe, dann dieses weiche Mundgefühl, ne? Durch den hohen Weizenmalzanteil eben. Und also für 8%. Also diesen schmeckt man, finde ich, nicht raus. Ja. Ist extrem süffig geworden. Ja. Also ich bin sehr positiv überrascht. Nicht überrascht. Ich weiß natürlich, dass es super geil ist. Ne? Ja. Weil das ist ein Rezept, das habe ich, ich braue seit 5-6 Jahren. Ja. Und das ist ein Rezept, das habe ich auf meiner 20-25 Gasanlage perfektioniert und dann mit euch noch ein bisschen nach oben geschraubt, eben, weil ich habe immer so 5% Alkohol eingestellt. Ja. Und jetzt haben wir es eben auf 8% Alkohol eingestellt und Tropfen ist eben selbst angebaut. Der rankt hoch am Elternhaus in der Oberpfalz, in Neustadt an der Waldnapp. Liebe Grüße an die Oberpfälzer. Liebe Grüße. Und, Entschuldigung, dass wir aus dem Schnapsglas trinken. Und genau, und das ist ein bisschen Mandarina Bavaria, ein bisschen hauptsächlich Saphir. Also ich glaube 1 Gramm pro Liter ist Hopfen drin im Whirlpool. Ja. Also ich glaube 700 Gramm Dolden Saphir waren es und noch 300 Gramm Mandarina Pellets. Genau. Und den Dolden, also ne, das gemeint, der wächst
im Garten bei deinen Eltern. Genau, meine Mutter kümmert sich da im Sommer. Das ist eigentlich, das ist auch eine Pflanze mehr oder weniger, die erntet man einmal im Jahr den Hopfen, genau. Dann schneidet man das ein bisschen zurück, also, ne, und dann wächst der quasi wieder los im Frühjahr. Genau. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen umso, nicht vielleicht umso älter er ist, aber irgendwann braucht schon 1, 2, 3 Jahre, bis so eine Hopfenpflanze, wenn man jetzt zu Hause mal Lust hat, ey, ich will auch mal meinen eigenen Hopfen anbauen, das kann theoretisch jeder machen. Du hast mir letztes Jahr so einen Trieb auch mal zukommen lassen. Mhm. Und ich dachte so, dieses Jahr hatte ich drei so Dolden dran und dann ist er irgendwie verwelkt. Das erste Jahr aber auch schon voll, also überhaupt im ersten Jahr Dolden zu haben. Also dieser Hopfen ist eine mehrjährige Pflanze und der sogenannte Pfahlwurzel, also die gehen ganz tief in die Erde, können die bis zu 3 Meter die Wurzeln sein und die sprießt eben mehrjährig. Und meine Pflanze ist jetzt 4 Jahre alt und da haben wir jetzt 700 Gramm Ertrag gehabt. Von der gesamten Pflanze? Von der gesamten Pflanze, genau. Ja. Also wir haben immer, letztes Jahr waren es 600 Gramm, dieses Jahr 700 Gramm. Also wir haben ein bisschen mehr, aber es war auch ein bisschen vom Wetter her vielleicht ein bisschen schöner. Und im Gegensatz zur Holledau tut meine Mutter halt abends den Hopfen auch nochmal gießen. Ne? Ja. Also da kommt ein bisschen mehr Wasser hin, als natürlich kommen würde. Ja. Düngen tun wir ihn eigentlich nicht. Also, schöne Pflanze, wächst halt schön hoch und macht das Haus nicht dreckig, weil es keine so Saugnäpfe hat oder so. Und du schneidest die ab, ziehst sie runter, ernste, das dauert ungefähr 3 Stunden, bis man das mit dem Finger... 700 Gramm, ne? Also auch, das klingt eigentlich nach nicht viel, ist aber im Endeffekt dann doch schon so ein Beutel irgendwie, die Dolde, ne? Es ist schon... weil da ja also es nicht viel riecht, nichts. Dann hast du ihn ja auch selbst verarbeitet, wenn man jetzt einen Hopfen frisch erntet und man möchte ja mit Bier brauen, dann geht das auch, aber dann sollte man das sofort machen. Genau. Sobald er ja irgendwie 1, 2 Tage eigentlich an der Luft liegt, oxidiert er und das Aroma geht ja eigentlich raus, oder? Der hat halt sehr viel Wasseranteil. Ja. Deswegen, wenn man den liegen lässt, dann vertrocknet der schon. Aber besser ist es, wenn man halt gleich trocknet, also das geht bei 60 Grad Umluft im Ofen. Tun wir immer ein bisschen einen Kochlöffel rein, dass das ist zirkuliert. Ja. Und dann lege ich nochmal 24 Stunden aus auf den Tisch, konditioniert er sozusagen, damit er wirklich auch der Stängel innen trocken wird. Ja. Und dann vakuumiere ich und dann friere ich ihn ein. Ja. So ist es dann ein sehr frisches Produkt. Ja. So kam es ja an in 50 Gramm Packungen in der Reisetasche. Schaut auch aus ein bisschen aus wie Weed. Wie Drogen. Ja. Ja. Also das Bier lebt vom Hopfen, wie ich finde, tatsächlich. Schon. Der Saphir kommt durch. Mhm. Ne? Also ich finde, es ist nicht hopfengestopft, also nicht kalt gehopft im Lagertank. Es ist krass, sondern halt, und man muss echt dazu sagen, es ist halt nicht von einem professionellen Pflanzer oder Hopfenbauern, ne? Sondern halt einfach aus dem Garten. Also es ist eine Zuchtpflanze. Und ich finde, der ist schon... Ja, aber es ist kein Wildhopfen, es ist Saphir. Ja, genau, es ist kein Wildhopfen, es gibt aber es ist nicht Sorten. Irgendwie, aber ich bin ja kein Hopfenprofi. Genau, und deine Mutter, ja, du bist schon Hopfenprofi. Und deine liebe Mama ist in dem Sinne halt auch keine professionelle Gärtnerin oder so, sondern sie kümmert sich halt und pflegt. Vielen Dank dafür. Hopfen ist halt einfach ein Gewächs, das wächst nicht sauer, das wächst halt einfach. Ja, und dann treiben die Dolden aus. Ja, und dann, aber sie leitet den schon immer wieder so aus. Ne? Aber so auch von der Verarbeitung her, und ich finde das ganz geil. Wir haben das dann also letztes Jahr, muss man dazu sagen, haben wir das hier unten in diesen Whirlpool geschmissen, die Dolden, du und ich. Der Max ist da schon nach Hause gegangen und durfte halt am nächsten Tag dann aber nochmal die komplette Brauerei auseinandernehmen, weil sich in allen Rohrverbindungen irgendwo nochmal die Dolden. Ne? So, und dieses Jahr haben wir es anders gemacht. Wir lernen ja auch dazu und wir mussten es anders machen. Ja? Und haben quasi die Dolden in große Teesäcke gepackt und die dann einfach nach dem Kochen. Ja, bei, ist dann 98 Grad oder sowas, haben wir es reingehangen für 20, 30 Minuten und dann einfach wie so ein Tee. Da war schon ein bisschen tiefer. Lassen. War 90 Grad ungefähr. Oder haben wir es runtergekühlt? Ja, wir haben es ein bisschen runtergekühlt davor. Weil wir ja nicht nochmal, gut, Saphir hat jetzt nicht so viele Bittereinheiten. Ja, genau. Aber so trotzdem, heißer, der hat so 4, 5, glaube ich. Ja. Und je heißer es ist, also bei 100 Grad, gut, dass du da bist, sonst hätte ich jetzt Quatsch erzählt. Die 100 Grad, also dann werden die Alpha-Acids, tragen sich nochmal ein. Und wenn man runtergeht, also bei 80 Grad mache ich mit dem Hobbybrauer, aber wir waren so um die 80 bis 90 Grad so in der Mitte. Und dann trägt sich eben nicht mehr die Bittere stark so ein, sondern eher das Aroma, das wollten wir eben haben. Und ich finde das Aroma zitrusartig auch. Genau, total. Also das kann der Saphir auch. Und in dem Fall finde ich aber, hat es wirklich so eine Zitrusnote mit drin. Das ergänzt sich super mit der, also das Zitrusaroma aus dem Saphir ergänzt sich super mit dem Gewürznelkenaromat der Hefe. Der Hefe, da sind wir ja auch nochmal bei dem Punkt beim Weizen, ne? Beim Weißbier. Man muss ja ganz, ganz wichtig, die Hefe. Das
Biergeschmack besteht ja aus mehreren Dingen. Ne? Also der Bier hat ja vier Zutaten nach Reinheitsgebot und wir sind ja gut nicht ganz bei Reinheitsgebot, weil Weizenmalz steht nicht im Reinheitsgebot von 15-16. Aber ist wurscht, das ist jetzt Detailwissen. Ja. Ist uns auch egal. Ist völlig wurscht. Aber ich wollte kriminell unterwegs. Ich wollte bloß sagen, dass eben der Biergeschmack, wie setzt sich der zusammen? Wir haben Malz, ne? Wir haben Hopfen, wir haben Hefe und auch Wasser. Ne? Diese vier Bestandteile und aus diesem Potpourri kann man sich Rezepte entwickeln und ausdenken. Und beim Weizenbier oder Weißbier ist jetzt bei diesem speziellen Fall der Hopfen und die Hefe eben maximal im Vordergrund. Ja. Wobei der Malzkörper schon auch schön auf ist. Jeden Fall. Der unterstützt es so. Ich vergleiche das mal mit so einem Orchester. Ja. Also da hat man die erste Geige. Aha. Würde ich sagen, erste Geige ist die Hefe und der Saphir. Mhm. Und so die dritte Geige so, oder Cello ist dann so der Malzkörper, ne? Der unterstützt es so. Mhm. Ja. Na schön, und alle zusammen können halt zusammen ein Erlebnis im Ohr, in dem Fall ein Erlebnis am Gaumen halt. Und bringen dann, wie sagt der Bierschopf immer, schöne Grüße am Bierschopf, ergänzen die Einzelteile geben mehr als die Summe seiner Gesamtheit. Wie sagt der immer? Gibt's ja, genau. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, die Summe aller Teilchen ist mehr als 1 plus 1 ist 2, aber 1 plus 1 ist in dem Fall 5. Genau. Also, könnt ihr mir folgen? Ja, ich verstehe das schon. Okay. Wenn nicht nochmal zurückspulen oder auf den Vorder anschaut. Ja, im Endeffekt finde ich auch, also die Mischung macht es halt aus. Ne? So, das ist das Entscheidende. Und ich denke auch, wenn man Bier designt, in Anführungszeichen, sollte man halt auch alle Punkte sorgfältigst überlegen. Also welche Hefe, welches Wasser, welche Malze und welche Hopfen in dem Sinne. Und wie mache ich das, wann mache ich es und so weiter und so fort. In dem Fall haben wir ja auch, wie auch schon beim ersten Weißbier for Future, auf eine Hefe zurückgegriffen. Eine von einer Brauerei, wo wir beide, glaube ich, auch sagen, das ist so mit der heilige Gral an Brauereien auf der Welt und vor allen Dingen auch im Weißbier, im Weizenbereich halt, ne, von der Schneiderweiße aus Kelheim und haben dort ein paar Tage vor Brautag hier sind wir hingefahren. Am Freitag haben wir es geholt, die Hefe. Genau, und Montag haben wir gebraut und wurden da empfangen vom Chef der Sud Kessel und vom technischen Leiter von Josef, der den Hans-Peter Drechsler, den vielleicht viele kennen, so eine der Brau-Ikonen, ich sage immer so, für mich ist es der berühmteste Brauer Deutschlands, er ist nicht mehr aktiv, aber mich hat kein anderes Gesicht mehr geprägt an Brauern halt, wenn man jetzt in die USA schaut, ne, jeder kennt so Greg Koch und Sam von Dogfish Head und Ken Grossman von Sierra Nevada, vielleicht ist so Georg Schneider und Hans-Peter Drechsler als Team auch so, waren für mich immer so die Gesichter halt. Und das fand ich bei Schneiderweise ganz geil. Ja. Und da wurden wir empfangen und da haben wir eine geile Brauereitour bekommen. Wir haben uns das alles anschauen dürfen, wir haben uns unterhalten. Wir haben im Schalander mehr oder weniger so die ein oder andere Festweise wurde uns noch kredenzt. Alles, Josef hat sich super viel Zeit genommen. Und am Ende, was super schön war, vielen Dank dafür, haben wir einfach einen 5-Liter-Kanister feinste Hefe, was hat er gesagt, der Herr im Labor irgendwie noch? Da sind schon ein paar Millionen drin oder irgendwie sowas. Da sind genügend Zellen drin, die Bock haben. Genau, die Bock haben. Ja, und das war, ich bin da eben mit dem Projekt, wo ich damals in der Oberpfalz brauen wollte. Und für mich war das wichtig, dass es immer für einen guten Zweck ist. Weil ich will jetzt damit, ich will einfach ein bisschen, mir war es wichtig, dass mir das Bier, das mir so gut geschmeckt hat und wo mein Herzblut da drin ist, weil ich es so ein bisschen entwickelt habe und mit dem Hopfen und so weiter, weil es halt so mein Hobby ist, aber auch ins Herz drin hängt, dass ich das einer breiteren Masse, quasi anbieten kann, aber für einen guten Zweck. Ja. Und dann habe ich halt, weil ich immer selber mit Schneiderhefe brau auch und vergehre, halt 5 Flaschen trink und dann den Hefesatz reinkipp in den Gärtank, das funktioniert, weil es nicht pasteurisiert. Ja. Und dann habe ich halt an Hans-Peter Drechsler vor der Pandemie war das E-Mail geschrieben und der hat geantwortet. Genau, der war ja auch schon offen und dabei. Genau. Ja, und der hat das quasi dann übergeben an seinen Nachfolger, an den Josef. Ja. Und so ist es dann zustande gekommen. Genau. Und nach Kelheim zu fahren ist immer schön. Ja. Genau. Ja, Max hat das auch, wir haben ja auch unsere Geselligkeit als eher klassisches Weißbier, aber hat sich da auch reingefuchst in so,
wie gärt man denn so ein Weißbier? Wir fangen es ja auch relativ niedrig an, bei der Temperatur so um 15, 16 Grad, dann steigt es an und so weiter. Und ich finde immer beim Weißbier, das Entscheidende, wie gesagt, ist die Hefe, das prägt den Charakter. Für mich die erste Geige auf jeden Fall. Aber bei Maischen ist auch schon wichtig, muss man sagen. Ja, spielen halt viele verschiedene Faktoren mit rein. Weißbier ist für mich, wenn ich traditionelle deutsche Bierstile nehme, das besonderste Bier, das speziellste Bier, auch das vielfältigste Bier. Ich finde, in keinem Segment gibt es mehr Spiele von eher dunkleres Malz, helles Malz, Kristallweizen, sehr trüb, Banane, Nelke, auch von der ganzen Aromatik her. Ja. Manchmal wird man sehr satt, wenn man eins trinkt. Ja. Manchmal kann man 2, 3, 4, weil es leichter ist. Man kann mit Hopfen arbeiten. Der Großteil ist flaschenvergoren. Das finde ich schon geil. Das ist ein Kunstbier irgendwie auf eine Art und Weise. Sehr vielfältiger Stil. Ja. Die Gläser sind sehr speziell. Ja. Und kein anderer Stil hat auch, finde ich, so viel Leute, die sagen, ich trinke alles außer Weizen. Auch deswegen, und darauf komme ich jetzt noch mal am Ende, weil jetzt haben wir, glaube ich, schon, machen wir ja unseren ersten bayerischen Weißbiergipfel. Stimmt, ja, genau. Das ist aber ganz wichtig, glaube ich. Auf dem Plan steht der am 8. Juli. Am 8. Juli. Der erste bayerische Weißbiergipfel. Da gehen wir jetzt auch bald mal ins Marketing rein. Genau. Das wird eine geile Geschichte. Ja. Das wird hier bei uns in der Brauerei stattfinden, innen, außen. Und das ist ein Tag, wo es sich halt komplett ums Weißbier dreht. Nicht nur, es wird auch andere Biere geben, aber also für die, die es nicht mögen. Aber die, die da kommen, die es nicht mögen, werden nach Hause gehen und es dann mögen. Werden dann konvertiert. Ja. Die kriegen wir alle. Ja, in dem Sinne, ach ja, eine Sache natürlich noch, das Thema guter Zweck. Also, warte mal, der Hopfen, der kommt wirklich, also je länger es jetzt ein bisschen wärmer wird, kommt richtig stark. Oder? Ja, ist auch ein Bier, also wenn ihr es bei euch einschenkt, wir haben jetzt hier ein 0,3er Weizenglas, das geht auch ins 0,5er. Wir haben auch schon als Lifehack, 2 Flaschen passen in ein 0,5er Weizenglas rein, ohne Probleme. Und ihr könnt es aber auch aus einem Sommelierglas, Teko-Pokal, Weinglas oder so trinken, weil es halt einfach eine geile Aromatik hat. Und genau, temperaturtechnisch auch nicht eiskalt. Nee. Man kann es kühlschrankmäßig einschenken, aber es ist ja mit 8% noch ein bisschen stärker. Ja. Das kann man einfach auch mal genießen. Darf schon ab 8 Grad haben. Ne? Genau, also schon. Man kann sich immer so ein bisschen orientieren, Alkoholgehalt, so viel Grad. Man soll den Kühlschrank eher auf 6, 7, 8 Grad stellen, weil 4 Grad ist, da verbraucht er zu viel Strom. Also wenn ihr das Kochen anfangt zum Abendessen und ihr wisst, ihr wollt dazu Weißbier for Future trinken, dann holt es raus. Wenn ihr mit dem Kochen anfangt, lasst es 20 Minuten stehen, an einschenken. Genau. Und da kommen wir aber auch noch mal dann gesondert dazu, Bier des Monats Februar, also ne, das werdet ihr noch öfter sehen. Teile von dem Erlös gehen an den LBV, das ist der Landesbund für Vögel. Vögelschutz und Natur, glaube ich, auch noch. Und zwar explizit, und das war auch schon letztes Jahr so, an den Arche Noah Fonds. Mhm. Und das war ja auch dein Anliegen so, hast du ja vorhin schon gesagt, wenn wir sowas machen, dann ist es auch für einen guten Zweck machen. Und das finde ich auch total schön, das mögen wir eh sehr gerne, machen wir auch öfters mal solche Sachen, aber wir haben dann auch überlegt, sollen wir wen anderes suchen oder so, aber der LBV hatte auch große Freude an dem Bier und auch an dieser Zusammenarbeit und für dich ist übrigens Post gekommen, das ist ein Vogelkalender für Jahreshofer. Und genau, dann fließt der Erlös auch wieder dahin. Dann kann ich aber meine Vogeltermine anfragen. Ja, Birdwatching. Wir spenden das jetzt an den Arche Noah Fonds. Genau, der Arche Noah Fonds, was macht der nochmal genau? Die kaufen Flächen an und die werden dann zum Naturschutzgebiet. Also Moore, Seen, Wiesen. Genau. Also egal, ob das jetzt in Mittelfranken oder Unterfranken ist, bis Oberbayern. Dass das Klima geschützt wird und deswegen geht die Kohle an den Arche Noah Fonds. Wir kaufen quasi Land. Dass unsere Kinder in dem Sinne auch noch diese 4 Jahreszeiten, die hier auf diesem Etikett wunderschön Frühling, wieder dargestellt Sommer, sind. Sommer, Herbst und Winter. Also von deiner Nichte auch, wieder, genau. Wunderschön gemacht. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Genau. So eine Symbolik für die Jahreszeiten, die ja immer mehr sich vermischen. Genau. Und nicht mehr so wirklich, gut, Sommer haben wir krass, ja. Aber dann auch wieder mit Starkregen. Und krass. Winter haben wir im Dezember quasi gar nicht gehabt, 15 Grad an Neujahrstag. Wir werden es nicht mehr retten können, zu zweit. Aber wir versuchen es. Aber wir alle zusammen. Wir alle zusammen. Einen kleinen Teil dazu beitragen. Genau. Und das kauft halt, das Bier. Wir kaufen gesagt, damit, wir kaufen, auch was Gutes. Wir kaufen damit Land. Wir kaufen damit Land. Alles klar, Johannes, vielen Dank. Zum Wohl. Ne, ich habe schon leer. War wie immer ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich. Fragt Johannes. @bierdoktor auf Instagram. Ja. Und Max könnt ihr auch fragen. Genau. Ich mich nicht. Ciao. Ah, schön.